Also ich glaube, es steht auf jeden Fall fest, dass ich irgendwie nach da links kommen soll, aber... Ich weiß noch nicht wirklich, wie das klappen soll. Scheiße! Mann, jetzt geht die Federung nicht so, wie sie gehen soll? Jetzt muss ich natürlich noch die Bombe kriegen. Okay. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich würde das echt gerne noch irgendwie schaffen. Nur weiß ich echt nicht, was ich hier machen soll. Scheiße. Okay, wenn ich die Federung jetzt nochmal so schiebe, dann fehlt ein bisschen. Man soll also irgendwie noch schaffen, dann auf diesen Stern zu kommen. Das wird sehr fies. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich glaube, ich muss die Federung doch noch weiter nach rechts schieben. Das packen wir noch, Leute. Okay, jetzt hatte ich's. Scheiße. Verdammt, jetzt wurden mir diese... Okay. Ja. Okay, da haben wir einen Spiegel. Und fiese Plattform. Ja, Leute, wir haben einen sehr mysteriösen Gegenstand bekommen. Und ich kann euch jetzt schon mal vorwegnehmen, das habe ich nämlich auch herausgefunden. Es gibt in jedem Level eins. Und wenn wir in diesem Spiel das gute Ende sehen wollen, müssen wir jedes kriegen. Sprich, ich muss noch einen zweiten Durchlauf machen und dort muss ich auf jeden Fall das ganze Spiel dann auch so hinkriegen, dass ich keine Continues verbrate. Deswegen wollte ich das dementsprechend auch erstmal so durchspielen und das dann so auch mal schaffen. Aber die Dinger sind auch wirklich teilweise sehr gut versteckt. Naja, zumindest sieht das Kriegen jetzt nicht gerade leicht. Also das wird echt ein hartes Unterfangen. Ein Stück zu weit, okay. Und ich starte hier, okay. Aber den Spiegel habe ich jetzt gespeichert, oder? Kann man das irgendwo einsehen? Nee, kann man nicht. Okay. Okay. So, der ist schon mal weg. Der hat schon mal einen dummen Fehler gemacht. Dafür bin ich ihm auch schon mal dankbar. Genauso wie der. Der kann das auch nochmal machen. Sehr schön. So, Zahnräder hüpfen. Leicht gemacht. Also wirklich, diese Level sind eigentlich an sich nicht schwer. Nur einige Stellen sind echt schon brutal. Speziell wenn es auch darum geht, irgendwie eine Lösung für diese geheimen Gegenstände herauszufinden. Okay, das könnte auch klappen. Moment. Nee, das geht doch nicht. Komm schon. Genau, so ist... Das hätte auch schief gehen können. Ja, und du bist schon wieder da? So, jetzt bin ich dich aber los. Gut. Problem 1 geschafft. Problemzone 2 gleich auch. Und dann sind wir bei Problemzone 3. Aber die ist eigentlich echt nicht schwer. Ich meine, hier muss man nur geschickt springen. Jetzt komme ich mit seinem Sprungmuster nicht mehr klar. Das ist echt peinlich. Das ist echt peinlich jetzt gerade. Okay. So, die kriege ich auch nochmal runter. Ey. Aber mich auch noch in den Tod. Nein, ich bin doch nie... Ich werde sie doch mal von vorne machen. Nicht dieses ganze Scheiß-Level. Wobei, die Wächter habe ich ja jetzt wenigstens drauf. Aber trotzdem. Das muss nicht sein. So, bin ich dich los. Und den ganzen Spaß nochmal. Okay. So. Na, kommt schon. Eieieiei. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Wunderbar. Na, Mann. Das war jetzt kacke.
So, sehr schön, sehr schön. Und, ja, klasse. Danke, Federung, für nix. So, jetzt bin ich wenigstens wieder drüben. Ich glaube, auf diese Bombe muss ich verzichten. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, ich habe ja noch eine. So. Jetzt sind wir wieder hier. Den Spiegel haben wir ja. Auch wenn mir noch ein paar andere Gegenstände dafür fehlen. Aber ich würde jetzt am liebsten auch diesen Trank da mitnehmen. Wobei ich weiß jetzt schon, wenn ich mich da hinwage, dann komme ich da nicht mehr lebend weg. Deswegen verzichte ich drauf. Muss jetzt nur noch diese Passage hier schaffen. Irgendwie. Mit viel Ruhe und Geduld. Und nicht gleich wieder bei dieser Plattform verkacken. Oder bei diesen Felsen hier. So, okay, dann nehme ich diesen Trank jetzt mal mit. Okay. Ich glaube, hier muss ich warten. Hier muss ich lange warten. Ich traue mich gerade echt nicht zu springen. Ich warte. Ich warte, bis die Plattformen jetzt richtig sind. Ich glaube, es kann sogar dauern, wenn ich Pech habe. So, und dann versuche ich jetzt geschickt da drauf zu hüpfen. Genau. Also gut. Wir sind drüben und jetzt kommt... Okay, der Boss ist jetzt ein Laken. Okay, Treffer 1. Wuhu, die Bombe wirkt auch. Boah, aber seinen Seifenblasen auszuweichen ist schon heftig. Und wir haben ihn. Das war alles? Der war leicht. Oh, es gibt noch einen von... Oh, von dir? Heilige Scheiße, warum gibt es so viele von euch? Komm mal runter, damit ich dich treffen kann. So bringt mir das leider nichts. Uiuiui, jetzt kommst du auf einmal runter. Jetzt, wo ich nicht damit rechne. Oder sozusagen nicht darauf vorbereitet bin. So, Treffer 1. Den Trank habe ich ja noch für alle Fälle. Ich muss ihn nur runterlocken. Ja, nein, nein, nicht. Habe ich ihn jetzt? Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie viel Treffer. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ja, okay, wir haben ihn. Wenn jetzt noch einer kommt, dann wird's lustig. Na, ein Leben habe ich auch noch. Okay, war's das jetzt? Okay. Ach, jetzt kommt der echte, oder was? Na klar. Ja, natürlich, du hast jetzt alles drauf. So, okay. Dann wollen wir mal schauen, dass wir den kleinen kriegen. Irgendwie ist das auch machbar. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Scheiße. Ich kann meine Sterne nicht einsetzen wegen dieser scheiß Seifenblase. Okay, so, sei brav. Oh, das sind zu viele Seifenblasen. Da komme ich jetzt echt nicht mehr mit. Klar. So, komm doch runter. Du feiges Scheißding. Benutze dich gleich als Bettlaken, wenn ich dich besiegt haben sollte. Na klasse. Ja, jetzt wo ich es nicht einsetzen kann, ne? Dann traust du dich. Du feiges Stück Scheiße. Ich glaube, das ist echt ein bisschen fies, oder? Ja. Yep. Also ich muss das wohl in etwa... Okay. Nein, bleib weg. So, hab ich dich. So, jetzt kommst du wieder, genau. Scheiße. Ich muss ihn also wirklich mit diesen Seifenblasen locken. Und dann gucken, dass ich es nur noch geschickt mache, irgendwie. So. Ah, verdammt. Scheiße. Okay. Ein Leben nur noch. Und ich starte wieder hier, okay? Oh, verdammt, ich bräuchte unbedingt mehr Leben hierfür, definitiv. Gut, auf geht's, noch einmal. Scheiße, der Stern kommt nicht hoch genug. Okay. Scheißding. Jetzt bist du echt fies. Aber dass er sich echt nur runtertraut, sofern ich mich von einer Seifenblase treffen lasse, ist echt schon unfair.
Oh, jetzt bist du richtig scheiße. Jetzt muss ich dich loswerden. So, okay, Treffer 2, Leute. Komm schon, mit diesem einen Leben. Oh, verdammt. Muss ich das doch schaffen. So, genau, komm zu mir. Ich könnte... Scheiße. Treffer 3, okay, der hält mir aus. Dann sind 6 verdammte Treffer. Den kriegen wir aber noch. Den kriegen wir noch. Natürlich darf ich jetzt wieder dieses Scheißlevel von vorne machen. Leute, wir sehen uns nochmal beim Boss. Definitiv. Ich erspare euch dieses Level. Ich will es nur noch durchkriegen. Okay, Leute. Endlich bin ich wieder da. Yay. Es hat mich auch Nerven gekostet. Weil, ja, ich habe schon ziemlich viele Leben verloren. Weshalb ich wirklich nochmal ein Continue aufbraten musste. Aber dann lief es irgendwie recht reibungslos. Ne? Bis auf ein paar Stellen, die ich trotzdem dann vergeigt habe, aber trotzdem, ich bin recht gut durchgekommen eigentlich. Oh Mann, das wird ein Spaß jetzt mit dem. Mal gucken, ob wir den schaffen. Ich meine, ich habe noch meinen super Trank. Jetzt will ich mal gucken, ob ich es irgendwie packe. Ja, 3 Treffer schon. Wow, das ist dann doch leicht. Scheiße. Soll ich meinen Trank einsetzen? Bin mir gerade unschlüssig. Oh, jetzt muss ich ihn locken. Scheiße. Okay, okay. Nein. Nein. Gut, das haben wir schon mal nicht geschafft. Ein paar Leben habe ich ja noch, Gott sei Dank. Ah, den kriegen wir noch, Leute. Den kriegen wir noch. So, dann komm runter. Komm auf den Boden der Tatsachen. Ich bin hier unten. Hier spielt die Musik. Sehr gut. Das war ein schöner Treffer. Komm schon, das schaffen wir noch ein paar Mal. Hier bin ich. Nein, weg mit den Blasen, weg mit den Blasen, weg mit den Seifenblasen. Okay, ich muss dich also runterlocken, dann komm her. So, das war fies. So, dafür kriegst du erstmal den. Warum habe ich jetzt eigentlich den Trank ausgerüstet? Und nicht meinen tollen Feuerball? Das soll mir recht sein. Wenn ich ihn brauche, setze ich ihn auch ein. Erstmal muss ich ja sowieso gucken, dass ich wieder eine Seifenblase hier kriege. Genau so. So, noch einer. So, und... okay. Scheiße. Mann, verdammt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Wir müssen einfach nur Geduld haben. Ich hoffe, dass alles reibungslos verläuft. Scheiß Seifenblase. Jetzt war sie hier ausnahmsweise mein Weg. So, na, verdammt. Na gut, die Runde geht an dich. Mit dem bisschen Energie würde ich das nicht packen. So. Dann wollen wir es jetzt nochmal versuchen. Also gut, Leute, auf ein weiteres. Wir schaffen den. Irgendwie. So, jetzt brauche ich die Seifenblase, genau. Genau, komm her. Und jetzt, egal, ein Treffer habe ich auch erlitten, egal. Dafür habe ich ihn auch erwischt. So, genau, komm. Nein, 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 scheiße, haut wieder ab. Okay, jetzt aber. Scheiße, das war doch nicht so ganz... Scheiße, ich krieg's gerade nicht hin. Nein, es fehlt mir nur ein bisschen... Oh, hier braucht man echt viel Geduld für. So, hab ich dich. Na komm. Schick ein paar Seifenblasen auf mich. Na also. Ai, okay. Ich hab's fast übersehen. Scheiße. Ah, egal. So, noch einmal. Okay, das war dumm. Ah, es fehlt nur ein bisschen. Genau, 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 genau. Oh, scheiße. Ja, hab ich dich. Kann man das Ganze nochmal dich irgendwie austricksen? Ah, nicht so. Ja, ich hab ihn! Und ich musste nicht mal meinen Lebensdrang nehmen. Wow.
Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Mr. Gimmick durch. Allerdings, wie gesagt, ist das hier, was ihr jetzt seht, das schlechte Ende dieses Spiels. Also ist eigentlich noch nicht ganz durch. Deswegen meine Frage an euch. Ich würde es auf jeden Fall machen wollen, das gute Ende zeigen. Nur jetzt ist die Frage. Wollt ihr den kompletten Durchlauf sehen? Dann würde ich nämlich erstmal lange Zeit üben müssen, ohne Continue das Spiel zu schaffen. Oder wollt ihr wirklich den Durchlauf so sehen, dass ich euch die Schätze zeige und dann am Ende wirklich den letzten Kampf und dann euch zeige, wie das dann mit dem guten Ende aussieht? Ja, weil wo ist das Mädchen abgeblieben? Das liegt noch irgendwo rum. Verschollen. Ja, auf jeden Fall ist es ansonsten ein sehr amüsantes Spiel, muss ich sagen. Wenn auch wirklich später sehr knifflig. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, wie ihr das gute Ende sehen wollt. Zumindest dieses Let's Play noch nicht. Erstmal mit dieser Aufnahme auf jeden Fall. Aber für das gute Ende warte ich noch ab, was ihr dazu schreibt. Deswegen verabschiede ich mich hier erstmal und sage auf Wiedersehen, liebe Leute.